willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe des Sportmagazins auf AMQ-TV. Heute im Programm für Sie die Zusammenfassung der Handballwoche, wie bisher in jeder Ausgabe. Eishockey der SC Rissersee in Heilbronn und zu Hause gegen Schwenningen, sowie die ersten Fußballtestspiele der Rückrunde und Flop der Woche, sowie den Ausblick auf die nächste Sportwoche. Beginnen wollen wir nun mit den Handballern. Die Teams aus Murnau und Garmisch-Partenkirchen waren im Einsatz und bei den Männern musste Partenkirchen erneut Punkte lassen. Der Tabellenletzte verlor gegen Olching, die damit den ersten Tabellenplatz erobern, 19:26 in der eigenen Halle. Und auch der TSV Murnau musste sich gegen die Topmannschaft aus Memmingen nach hartem Kampf am Ende deutlich mit 25:34 geschlagen geben. Bei den Damen lief es bei den Murnauern nicht viel besser. Eine erneut äußerst geringe Torausbeute von nur 15 Toren reichte nicht zu Punkten. Man verlor in Wessling im Endeffekt mit 19:15. Dagegen konnten sich die Partenkirchener Frauen in Mindelheim mit 19:17 durchsetzen. Auch die B-Junioren zeigten weiter ihre Klasse. Sie gewannen wie die Damen der Partenkirchener in Gauting beim Tabellenzweiten mit 27:23. Für den SC Rissersee stand der Kampf um Platz 6 gegen den Verfolger Heilbronn auf dem Programm. Allerdings verlor man in Heilbronn mit 0:4, ein Bericht von Andreas Meyer. In Heilbronn leitete mit Thomas Göttl ausgerechnet ein in Garmisch geborener Spieler die Niederlage ein, hier sein erstes Tor. Nach seinem zweiten Tor begann die große Corey Urquhart Show. Der beste Stürmer der Heilbronner hier mit dem 3:0. Wenig später dann auf dem Weg zum Tor gelegt, gab es Penalty und Corey Urquhart verwandelt seinen 11. Penalty in der laufenden Saison ein Debakel. Und auch am Sonntag sah es für den SCR im Heimspiel vor einer guten Kulisse von 2.900 Zuschauern nicht gut aus. Die Jungs von Maurizio Mansi verloren gegen den Tabellenzweiten Schwenningen aufgrund einer äußerst schlechten Chancenverwertung mit 1:3. Für den SCR traf Andrew McPherson, für die Schwenninger trafen Brooke Hooten, Jason Guerrero und Dan Hacker. Und wie angekündigt gab es auch beim Fußball die ersten Testspiele im neuen Jahr. Die erste Mannschaft des SV Uffing setzte sich nach einer guten Leistung mit 3:1 gegen Seeshaupt durch. Die Torschützen waren Uli Dürr und zweimal Florian Neuner. Und auch der SV Hechendorf unterstreicht seine Aufstiegsambitionen in der B-Klasse. In einem Testspiel gegen die A-Junioren des FC Kochelsee-Schlehdorf gewann man mit 1:0. Nun wollen Sie natürlich auch wissen, was in der kommenden Woche auf dem Programm steht. Der SCR muss dieses Wochenende nur ein Spiel bestreiten, dafür allerdings etwas weiter reisen. In Grimmitschau gilt es, wichtige Punkte für den 6. Platz einzusammeln. Bei den Handballern müssen die Herren des TSV Murnau diese Woche nicht ran. Allerdings muss Partenkirchen, der Tabellenletzte, einmal mehr eine schwere Auswärtsreise antreten. Es geht zur HSG Würmitte. Und auch die Damen der Partenkirchner haben eine nicht leichte Aufgabe zu bewältigen. In Oberhausen spielt der 5. Partenkirchen gegen den 4. Oberhausen. Und die TSV Damen müssen zu Hause gegen Markt Oberndorf 2 ran. Auch das ist sicherlich keine zu unterschätzende Aufgabe. Zu guter Letzt beim Handball noch die B-Jugend. Der unangefochtene Tabellenführer Murnau empfängt Schongau zu Hause. Und auch für die B-Junioren des SV Uffing steht das erste Testspiel draußen im neuen Jahr auf dem Programm. Es geht gegen den TSV Murnau am Donnerstag. Das ist sicherlich ein Prestigeduell und es gilt vor dem neuen Trainergespann Siegel Obermeier die vielleicht vorhandene Klasse zu beweisen. Kommen wir nun noch zum allseits beliebten Flop der Woche. Das ist für uns in dieser Woche
Das möchte man auch in Zukunft beim SV Uffing mit Sicherheit nicht nochmal sehen. Nun bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Servus, bis zum nächsten Mal.